Leute, in der letzten Folge ist es passiert. Unsere Siegesserie ist beendet. Es geht für uns jetzt quasi von null wieder los, mehr oder weniger. Ist es aber, wie gesagt, nichts passiert. Für Mannheim war der Sieg wichtig. Wir haben nur noch 9 Punkte Vorsprung. Also ist das alles okay? Ist es alles gut? Ist es nichts passiert? Und wir fangen heute an, unsere Mannschaft ein bisschen umzubauen. Und das, der erste Transfer ist jemand, der eigentlich ziemlich unglücklich momentan ist. Die Frage ist, ob ich ihn kriege. Und zwar möchte ich versuchen, Mustafi von Arsenal zu verpflichten. Ja, es ist ein Drittliga-Verein, aber der ist absolut unglücklich in London. Die Frage ist, ob ich ihn kriege. 28 Jahre alt, ob ich ihn... Ja gut, er hat 16 Millionen. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn kriegen kann. So, ich guck mal, ob ich den Transfer zumachen kann. So ein paar Leute habe ich ja so ein bisschen. Terodde, den möchte ich gerne für die zweite Liga holen. Der Spieler ist sich bereit, sich neu zu orientieren. Okay, das ist natürlich jetzt gut und doof. Aber da möchte ich den wenigstens haben. So. Also, wir müssen dringend gucken, dass wir in der neuen Saison auf jeden Fall nochmal neu was kriegen, einen neuen Spieler kriegen. Also, den möchte ich auf jeden Fall verpflichten für die neue Saison, das ist klar. Aber ich muss dringend was tun und das ist es halt einfach. Und das ärgert mich gerade, dass ich so ein bisschen. Dass momentan meine Mannschaft nicht funktioniert. Krieg ich nicht weggesetzt, ne? Ich brauche dringend zwei neue. Ja, ich passe es einfach momentan schlichtweg nicht. Gut, spielt in Watford jetzt. McKenny, ja, mal gucken, ob der zurückkommen würde. Gaudino, der ist nach Espanyol gewechselt, okay. Knauf. Oh, spielt jetzt in Alanyaspor. Bak hier spielt bei Paris, okay. Coutinho bleibt in Bournemouth, mit dem plane ich in Liga 2. Ja, und dann haben wir zumindest mal ein paar Leute raus aus dem Kader. Das ist, ja, ich muss halt gucken, was passiert einfach schlichtweg in der neuen Saison. So. Ja, das ist es einfach. Darum will ich jetzt mit ansetzen. Ich brauche mal, muss irgendwie gucken, dass ich jetzt noch ein, zwei Unverteidiger verpflichte. DFB-Pokal haben wir schon geholt. Mal schauen, ob wir Meister werden. Momentan haben sie jetzt gut. Leverkusen hat Weiser zurückgeholt, ja. Okay, Leverkusen hat Weiser zurückgeholt. Das ist schade. So ein bisschen. Er hat ja jetzt im letzten Spiel wieder eingewechselt worden, zumindest. Aber da muss ich tatsächlich auch nochmal auf der Rechtsverteidiger. Also brauche ich definitiv zwei neue Innenverteidiger und einen Rechtsverteidiger. Okay, da muss ich definitiv gucken, was ich in der Liga hole. Gut, die Transfer habe ich gesehen. Lange hat den Verein verlassen. Ja, nee, alles gut. Dann muss ich gucken, was in der Liga, was jetzt drin ist, definitiv, was defensiv vor allen Dingen auf der Transferliste liegt. Und das ist es halt einfach. Und das ist für mich momentan einfach nicht passend, was ich kriege, was machbar ist. So, ich gucke, dass ich für Deutschland was holen kann und dass ich auf der Position in der Defensive nachverbessern kann. Gucken, was jetzt finanziell vor allen Dingen drin ist. Aber so, ob das auf der Liste sein könnte. Gut, Wachuba spielt momentan bei, denke ich, keine Rolle. So, Transferzentrale. Ich werde ihn wahrscheinlich sogar zurückholen. Ist halt möglich, dass ich vielleicht sogar nochmal, für ein Jahr oder zwei Jahre vielleicht nochmal mit ein bisschen Glück, dass ich da was holen kann. Dass ich da was da reagieren kann.
Bella Kotscher von Bochum. Und ich muss jetzt gucken, dass ich da definitiv nochmal einen hole, dass ich jetzt nochmal einen Links- oder einen Rechtsverteidiger hole. Auf jeden Fall nochmal einen Rechtsverteidiger, muss ich jetzt verpflichten, weil der links weggegangen ist, ja. Diego Contento, ja. Diekmeier, der könnte vielleicht noch mal eine Möglichkeit zu hell. Ja. Ich muss ja gucken, was möglich ist. Was? Dragovic wahrscheinlich eh weg. Aus Leverkusen. Framberger, ja, Augsburg. Ja. Da könnte man auch theoretisch drüber nachdenken. So, dann haben wir auch erstmal so ein bisschen meine Ideen mal aufgebaut. Mal überlegt, wenn man so holen könnte, der ein bisschen helfen könnte, theoretisch. Ich probiere jetzt natürlich ein bisschen was zu holen. Ob ich alle kriege, weiß ich nicht. Aber jetzt geht es zumindest erstmal ein bisschen um Transfers wieder mal. Das ist normal bei mir. So, mal kurz gucken. Transfers, was? Mustafi wird wahrscheinlich nicht kommen, das ist klar. Aber erstmal schauen wir den Bartstuber. Ach, der wird nicht neu sein. Ja, das ist klar. Ja. So, da gehen wir mal rein. Den haben wir nämlich direkt die Dings gezogen. Bartstuber, schade, dass er nicht kommen wird. Aber gut, ich habe noch Alternativen. Ich muss ja was tun. So, erstmal ein junges Talent vom VfL Bochum, 19 Jahre alt, ob der helfen kann. Ich habe ja genug Kohle momentan. Also 57 Millionen momentan noch auf Transferbudget. Also ich denke, da sollte das ein oder andere Transfer... ein oder andere Neuzugang möglich war sein. So, versuchen wir dann den Transfer 5 Dings. Für 5 Jahre zu verpflichten, ob das möglich ist. Ja, sagt es in Ordnung. Er möchte keine Freigabe so mehr. Und das war mir ziemlich tatsächlich zum Verhängnis geworden, dass ich das dann. Es war ihm zum Verhängnis geworden für den Bochumann. Deswegen akzeptiere ich das Ganze. Und jetzt hoffe ich, dass die Kohle da stimmt gleich und dann können wir das in den Transfer zumachen.
Sogar halt. 15. Und 20.000. Oh ja, mal 30.000. Angebot absenden. Mal gucken, ob das Ding passt. So, der nächste Transfer ist zu. Auch der möchte nicht. Rese sagt jetzt erstmal, nö, ich bleib bei meinem Verein. Ach, das ist zum Kotzen gerade, dass die alle nicht kommen wollen. Ja, Dragovic, okay, dann hätte ich zumindest Möglichkeit, mir eine neue Innenverteidigung aufzubauen. Der kann nämlich sagen, der kann nämlich seine Starten, seine Nummer auch behalten. Die Frage ist, Moment, ein Moment. Die Frage ist, ob er kommen würde. Was ist mit Kyriakos Papadopoulos als Innenverteidigung? Als Innenverteidiger. Wenn ich den noch kriege für den noch dazu, mal gucken, ob es den noch gibt. Ich gehe mal hier gerade ein bisschen im Skip durch. 3 Jahre. Sind wir noch schon 29. Ein Jahr nur, okay. Ja, komm, mach mal. Ich weiß drauf. Keine Transfer, keine Freigabesumme. Ach, leck mich doch am Arsch. Echt nicht, willst du jetzt nicht kommen? Ah, okay. Wobei ich ihn gerne erlässt, würde ich gerne sofort. Aber ich gucke, Papadopoulos, das muss ich gleich gucken, dass es den hier bei FIFA überhaupt gibt. Ja, passt. So, 30. 40. So, dann haben wir zwei Neuzugänge dazu bekommen. Ja, bleibt in Leverkusen. Frau Merger möchte noch nicht kommen. So, Spieler suchen. Die Frage ist aber, kommen wir aber da ist, ob es den hier gibt. Nein, gibt es nicht. Schade. So, gucken, ob die Dings dabei sind, ob die Neuzugänge da sind. Na, Moment, ich krieg meinen Dragovic noch. Der Les kommt wahrscheinlich erst in der neuen Saison, ja, okay, alles klar. Dann habe ich den Transfer jetzt zugemacht. Dann brauche ich mich jetzt auch keine Ablöse zahlen, sondern kriege den erst in die neue Saison. Ne, dann ist gut. Aber ich brauchte jetzt unbedingt noch einen zusätzlichen Verteidiger. Also 64 stark. Aber es ist zumindest etwas, mit dem man ein bisschen arbeiten kann. Dass ich zumindest einen guten Verteidiger habe. So, wir gucken mal rein, was jetzt betrifft. Ja, wahrscheinlich müssen wir jetzt momentan ein bisschen vorsimulieren. So, was haben wir denn hier?
So, das sind erstmal nur Laien. Ich kann ja jederzeit reagieren und sagen, ich hole die Spieler zurück. Schade, Dragovic, aber dem ist es tatsächlich ein bisschen am Gehalt gescheitert. Also wenn ich die Transfer, wenn ich das Geld zusammenkriege, ich gehe jetzt gleich noch ein bisschen hoch mit dem Links. Laienangebot für Becker, okay. Laienangebot für Çalhanoğlu, da sind beide. Komm. So. Naja, Shanghai. Oh, das war keine Absicht. Ich wollte es eigentlich angenommen haben sogar. Nimm die scheiß Koffer. Ach, steck mich doch. Na, ich wollte ja nicht die scheiß Kofferoption raus haben. Weil wenn ich meinen Spieler jetzt verpflichte, wenn ich den Spieler verliere. Tja, dann hat er Pech gehabt, dann bleibt er halt bei uns. So. Warte, ich mag das mit diesen Trainingsdings nicht. Entwicklung, jawohl. Hat er schön abgeschlossen. Sehr gut. Kubilanski. Na, hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, ihn zu verpflichten. So, jetzt gucke ich, ob ich den Transfer von Dragovic noch zukriege. Transfer und Transferzentrale. Ja, möchte er noch nicht. Das möchte er noch nicht. Ich glaube, heute werden wir hier größtenteils so Transfers machen. Weil ich glaube, bis zum nächsten Spiel. Warte mal, ich muss gerade wieder gucken. Transferzentrale. So, und jetzt probieren wir es nochmal mit ein bisschen mehr Kohle. Na ja, gut, okay. Freigabesumme. So. Also, du willst ein bisschen mehr Kohle haben. 60.000 und 300.000. So, jetzt die Frage ist, ob ihr kommen wollt. Ja, jetzt haben wir den Transfer zu. Jetzt haben wir noch unseren neuen Innenverteidiger. Zumindest erstmal, um die Saison durchzukriegen. Die kann auch behalten, die starten die Nummer. Ja, mir gefällt an meiner Innenverteidigung nicht. Und das ist einfach das Problem gewesen, warum ich jetzt versuche, nochmal für die neue Saison nachzurüsten. Aber warum ich jetzt nochmal nachverpflichtet habe. So. Das war jetzt sehr. Jetzt war das einfach nur eine Situation. So, jetzt muss ich gucken, dass ich nochmal einen Rechtsverteidiger verpflichtet bekomme. Die Frage ist, wer wäre dann so auf der Liste drauf? Wer wäre möglich? Position, defensiv. Ach, halt. Rechtsverteidiger. Transferstatus auf der Freigabesumme. Ich gehe mal kurz auf die Freigabesumme. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück und können das den einen oder anderen Transfer mit der Freigabesumme holen. Ich meine, Kohle hätten wir ja. So, der könnte mir dann noch nichts machen, wenn ich die ziehe. Der hat hier 37,4. Also ich könnte ziehen, aber ich bei einem 31-Jährigen, der über 37 Millionen kostet, ist mir das ein bisschen zu viel. Wieder so ein paar Leute dabei.
So, ich gehe nochmal in die Suche rein, weil ich mir tatsächlich einen überlegt hatte. Von Leicester City. Die Frage ist, ja, der hat eine Ablösesumme, aber die Frage ist, ob ich ihn kriegen kann. So, die Frage ist aber, kommen würde. So. Kriege ich auf jeden Fall einen wichtigen Teil des Kaders. Ja, gut, okay. Jahre vielleicht, wenn er Möglichkeit. Ja, er kommt. Kriegt eine Freigabesumme raus. Ja, die will er haben. Akzeptiert. Und damit haben wir ihn im Kader. Damit haben wir unsere Defensive ein bisschen zugemacht hinten. Er hatte vorher schon die 18, die kriegt er nämlich jetzt auch wieder. Deswegen habe ich ihn jetzt zurückverpflichtet. So. Warte mal. Meine Auftrittsverhältnisse setzen. Ist zwar ein Jugendspieler, aber der wird wahrscheinlich auch gut Geld bringen nochmal. So, damit kann ich Timo Becker auf die Transfer, auf die auf der Leihliste setzen, auf die Leihliste setzen, ne? So. Ja, ich hoffe, dass das Thema funktioniert und das ist es halt. So, und jetzt werde ich versuchen, den Ludewig zuzumachen, weil ich den unbedingt verpflichtend behalten will. So, weiter. Na gut, auf den 5,5 Millionen kann man den einigen. Für eine relativ kleine Summe. Ja, passt. So, was ist eigentlich mit Renault? Bleibt der, ist der eigentlich fest? Ja, der Transfer ist fest, genau. Den muss ich Ludwig behalten, muss ich behalten, definitiv um ihn, oder möchte ich ihn gerne behalten, um. Genau, was zu weit. So, springen wir mal rein. So. So, dann möchte ich das Ding einfach gerne zumachen, weil dann habe ich zumindest schon mal da wieder ein bisschen Sicherheit. Schlüsselspieler, klar. Auch da sage ich 4 Jahre, das passt soweit, das wollte er ja. Die Freigabesumme nehme ich mal raus. Und dann passt das soweit, dann habe ich ihm. Habe ich. Kilian Ludewig, erstmal sicher. So, und in der neuen Saison kommt Josep Elis von Bayer, von Hannover 96. Auch das ist gut. Dann habe ich da zumindest schon mal wieder ein bisschen Ruhe.
Und er bleibt auch hier bei uns. Bela Kotschab ist dabei. Dragovic ist für ein Jahr jetzt gekommen aus Leverkusen. Also zumindest. So. So. Eine Leihe kann an der Karriere helfen. So. Deswegen habe ich ihn jetzt erstmal verpflichtet. Einfach um Ruhe in die, langsam reinzukriegen, aber so ein bisschen. Muss mal gucken, ob ich jetzt noch einen, noch einen Außenspieler verpflichte. Kriege. Für links außen. Die Frage ist, wen könnte man noch holen? Auch da kommen ein bisschen viele, wenig Impulse gerade so ein bisschen. Warte mal. Nehmen wir mal das raus. Mittelfeld. Linkes Mittelfeld brauche ich. Liga. Ich gehe mal kurz auf Bundesliga, ob das jetzt noch irgendwie was. Status. Freigabesumme. Warte mal. Ich nehme das hier mal raus. Ich gehe irgendwie auf Deutschland. Dann weiß ich, dass. Vielleicht haben wir da ein bisschen Glück. So, alle. Dann gehe ich hier unten auf Deutschland. Und dann gucken wir mal, wie wir hier im Winter noch holen könnten. Javairo de Rosun. Von Bayer Leverkusen. Oh, das könnte eine Idee. Wäre eine Idee. Doch. Das wäre eine Idee. So, dann gehe ich dann schon in die Transfer-Dings. Da, ja, dann kann er nämlich seine Nummer auch behalten. Dann passt das auch. Der kriegt dann nämlich die 16 wieder. Vertragslaufzeit 4 Jahre. Willst du bleiben? Ich skippe das immer nur. Freigabesumme mal geben. So. Und damit haben wir auch hier außen ein bisschen Sicherheit in der Situation. Ja. 16 Millionen bezahlt, aber passt auf jeden Fall. Damit bin ich erstmal zufrieden, dass wir da noch eine Möglichkeit haben und noch ein bisschen was reagieren können. Ja, okay, passt soweit. Genau. Die 16 kann er behalten. Die kriegt er auch dann in seinem Team. Und dann habe ich die Mannschaft zumindest so stehen, wie ich sie gerne hätte. Obwohl, warte mal. Meier ist ja mehr oder weniger auf der Abschlussliste. Den kann ich rausnehmen aus dem Dings. Tyrose und da ist er. So, Amatai, also Rechtsverteidiger, zentrale Defensiv und Innenverteidigung. Passt soweit, aber bin ich eigentlich ziemlich zufrieden jetzt mit der Mannschaft. Ich hoffe, dass es jetzt soweit funktioniert, wie ich das gerne möchte. Mit zwei Neuzugängen in der Innenverteidigung. Sollte das eigentlich soweit funktionieren. So. Viel ist passiert bei uns in der neue, zum Hinblick auf die neue Saison, weil ich musste irgendwann auch was tun. Der nächste, ich weiß gar nicht, wann das nächste Spiel ist. Leihangebot für Ciao. Okay, Malik Ciao. Na gut, den habe ich sowieso auf der Transferliste, auf der Dingsliste.
Leihe, 2 Jahresleihe. Lange von Knezovic, ja, das ist gut. Übereinkauft, oh, übereinkauft, sehr gut. Geht es für 2 Jahre nach Mexiko? Malik, ciao. Auch hier möchte ich gerne nur eine 2 Jahresleihe haben, dass ich nicht unbedingt die Spieler komplett verliere. Bei Chinesen nicht wirklich. Ja, er hat einmal seine Momente gehabt, hat auch ein Tor gemacht, meines Wissens. Wie gesagt, heute wird nur rein Transferpolitik passieren. Weil das nächste Spiel ist dann gegen Unterhaching, okay. Leihgabe für Gottwald, der auch keine momentan keine Chance hat. Oh. Delegieren. Leihe, 2 Jahresleihe. Und dann wechselt Knezovic für 2 Jahre nach Istanbul. Auch eine schöne Stadt. Ich war zwar bisher noch nicht da, aber es soll wohl so sein. So, ciao, geblei. Er wird wahrscheinlich Dings gehen. Heidenheim, okay. Ja, alles gut. Ich will halt unbedingt, nicht unbedingt meine Spieler komplett verlieren, sondern erstmal nur den Kader ein bisschen umbauen. Leihgabe für Botstuan. Sevilla möchte ihn kaufen unbedingt. 1,8 Millionen, vergiss es. Das ist ein Spieler, den ich unbedingt weiter behalten möchte in der Mannschaft. Und wenn, würde ich ihn nur verleihen. Nicht komplett abgeben. Gut, dann mache ich Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht es weiter mit dem Rückrundenauftakt gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Bis dahin und tschüss.